Ja, es ist immer wieder spannend, an die alten Tatorte zurückzukehren. Früher, während der Raumfahrtindustriezeit, war ich öfters hier in Ottobrunn. Und wir haben damals die großen Satelliten gebaut. Rosetta hat mein Leben 30 Jahre lang verfolgt. Heute an Hochschulen wird das kleiner. Und das ist so ähnlich, wie wir das mit den Handys erleben. Ich war, als ich studierte, waren es die großen Mainframe-Computer. Heute hat jeder dieselbe Rechenleistung in der Hosentasche. Klein vernetzt. Und die Frage ist, wie entwickelt sich Raumfahrt weiter? Natürlich wird man weiter die Großen benötigen. Aber vermutlich werden Kleine das ergänzen können. Wenn man sich das anschaut, das ist von Euroconsult eine Vorhersage, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Einzelne Satelliten, große meistens, wird es hier ja, konsolidiert geben, aber der Riesenwachstumsbereich wird im Bereich der Konstellationen sein. Und das zieht natürlich auch alle möglichen Konsequenzen nach sich. Ich werde darauf eingehen und werde insbesondere darauf eingehen, was können Kleine hier in dem Bereich mit beitragen. Also meine Vergangenheit war Huygens, der 2005 auf dem Saturnmond Titan gelandet ist, Rosetta, dann Mars Rover, da wird es schon ein bisschen kleiner. Das war noch 3 Kilogramm als Massenvorgabe. Diese Großmissionen, ja, groß, teuer und lange Laufzeiten. An Hochschulen ist natürlich lange Laufzeit ungeeignet. Das heißt, als ich dann an die Hochschule ging von der Industrie, waren das dann erstmal die kleinen Satelliten. Und wir haben 2005 diesen ersten deutschen Pico-Satelliten auf den Weg gebracht. Und dass Sie sehen, was das ist, das ist ein Würfel mit 10 Zentimetern. Das ist völlig ausreichend als Satellit heutzutage. Wir haben damit Internet aus dem Weltall damals schon optimiert, haben Protokolle entsprechend angepasst, dass das funktioniert. Ja, an der Hochschule bauen wir so einen Satelliten typischerweise in ein Jahr und schießen ihn dann nach oben. Und auch da von den Launchern her sind das heute meistens Piggybacks. Aber da sind ja auch spannende Entwicklungen auf dem Weg. Wir hatten verschiedene Preise, dann sehen Sie rechts eingeblendet, dafür bekommen. Wir beschäftigen uns auch mit Entsorgung, Rendezvous und Docking, gerade im Nahbereich. Die Roboter dienen zur Simulation der Dynamik. Wir haben insbesondere dreidimensionale Kameras genutzt, um den Annäherungsprozess im Rahmen von DEOS näher zu untersuchen. Das waren so die letzten 10 Meter. Wo wir auch mit der TU München, mit DLR in Oberpfaffenhofen zusammengearbeitet haben. Wir sind sehr intensiv dran, Netzwerke von kleinen Satelliten im Orbit zu untersuchen. Und dank diesem European Research Council werden wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres 4 nach oben bringen, die Formationsflug praktizieren werden. Da erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Genauso auch die Anwendungen von diesem Formationsflug für Erdbeobachtung. Wir haben in Würzburg entsprechende Testanlagen, aber wir untersuchen auch sehr intensiv, wie Mensch und Maschine möglichst effizient zusammenarbeiten können, um Satelliten zu bauen, zu integrieren, aber auch einzelne Komponenten. Das sind die größeren Missionen aktuell. Das eine im Bereich Kommunikation betrifft CUBE, eine Quantenschlüsselverteilung für eine abhörsichere Telekommunikation. Wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres nach oben gehen. Und Cloud CT wird in 3 Jahren nach oben gehen. 10 Satelliten sollen zusammenarbeiten, um ins Innere der Wolken zu schauen. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass wir unsere Studenten immer wieder motivieren, an Wettbewerben teilzunehmen. Und da ist eigentlich eine riesige Liste von Erfolgen mittlerweile zu berichten.
In Würzburg beschäftigen wir uns eigentlich nicht nur mit Raumfahrt, sondern mein Lehrstuhl ist Robotik. Und natürlich können Sie sagen, jeder Satellit ist ein Roboter. So habe ich das auch definiert dann und die akademische Freiheit genutzt. Aber wir haben auch hier entsprechend diese Roboterunterstützung, Mensch-Maschine-Kooperation, um zum Beispiel die Sitze hier in den BMW reinzuwuchten oder im medizinischen Bereich. Wir machen sehr viel mit Fernwartung, Ferndiagnose im Bereich von Industrie 4.0. Und das ist eine weitere tragende Säule bei uns in Würzburg. Und die dritte Säule, das sind Roboterfahrzeuge. Auch hier Ausgangspunkt waren die Mars Rover. Unser Rover blieb leider auf der Erde, obwohl er fertig entwickelt war für die ESA. Der andere ist auf dem Mars dann spazieren gefahren. Wir haben dann zwangsweise Technologietransfer in alle möglichen Bereiche, Aufklärung, aber auch Materialfluss innerhalb der Fabrik oder sichere Mobilität für Senioren auf den Weg bringen können. Also ist breiter aufgestellt und dieses Zentrum für Telematik ist praktisch eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die unabhängig ist von der Universität. Also die ganze Bürokratie haben wir an der Stelle hinter uns gelassen und die hat diese drei Abteilungen Raumfahrt, Automatisierung und mobile Roboter. Und an manchen Stellen arbeiten die auch alle drei zusammen und bringen da eigentlich interessante Synergien hervor. Ich zeige es Ihnen dann im Folgenden. Wagemutige Studenten haben die Firma hier Smart Small Satellite Systems ausgegründet und dieser Start-up ist mittlerweile ganz gut etabliert und hat 18 Satellitenaufträge mittlerweile. Ja, Basis ist natürlich an der Universität immer die Lehre. Das waren in unserem Fall internationale Programme wie der Space Master, wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Erasmus Mundus Programms gefördert. Das heißt, hier der Unterricht war quer über Europa verteilt. Das erste Semester immer in Würzburg, zweite in Kiruna. Und anschließend verteilten sich die Studenten je nach Spezialisierungsgebiet auf die verschiedenen Partneruniversitäten. Und die Hälfte der Studenten kam von außerhalb der EU. Das war die Vorgabe von der Förderbedingung. Und der größere Teil der Europäer waren natürlich Deutsche. Und für die Europäer waren sehr gut angesehene Partneruniversitäten außerhalb der EU für Diplomarbeiten eingeführt. Stanford, Uni Tokio, Toronto und Shanghai Jiatong. Und die ausländischen Studenten waren innerhalb Europas zur Diplomarbeit. Sie sehen, für Ihre Arbeiten haben Sie eine lange Liste von Preisen auf allen möglichen internationalen Veranstaltungen immer wieder gewinnen können. Viele sind mittlerweile Mitarbeiter geworden. Und es gab auch hier ein Nachfolgeprojekt, Satellite Technology. Hier arbeiten praktisch alle bayerischen Akteure in der Raumfahrt zusammen. TU München, Max Planck, die Uni der Bundeswehr, aber auch DLR mit seinen verschiedenen Instituten, Fraunhofer, die großen Firmen wie IABG, OHB und Airbus sind jeweils mit Gastvorlesungen aus erster Hand vertreten oder Praktikas werden mit eingebracht und es ist auch noch eine internationale Komponente mit dabei. So hier für die Studenten ein interessantes Programm, was sie für Raumfahrt motivieren soll und ihnen insbesondere Systemverständnis näher bringen soll. Also das sind so Grundlagen, auf die wir unsere Arbeit aufbauen. Und Sie sehen hier schon die Dimensionen. Bei Cassini-Huygens die Integration, hier sehen Sie die Menschen, die hier sich versammeln und
Heute halten wir das in der Hand. Natürlich sind das unterschiedliche Funktionen, die bereitgestellt werden müssen, aber das demonstriert eigentlich, wie die Miniaturisierung fortgeschritten ist. Und es ist recht spannend, wie sich es auch weiterentwickelt hat von den Herstellern. Am Anfang, also 2008 aufwärts, waren das vor allem die Universitäten. Das ist das Violette. Und ab 2014 kippte das plötzlich um. Das sind dann die kommerziellen, die hier grün dargestellt sind. Das ist von MIT Technology Review entnommen, also eine unverdächtige Zeitschrift. Und man sieht eigentlich, die Unis haben hier ihren Job sehr gut gemacht, haben die Technik reifen lassen. Und jetzt ist halt der kommerzielle Sektor, der dieses Know-how übernimmt und anwendet. Das war es 2017. Die Zahlen für 2017 wurden total unterschätzt. In Wirklichkeit waren es 475 Kleinstsatelliten, nicht 250, wie hier eingetragen. Also das explodiert im Moment sehr stark. Und die Frage ist, warum? Sie sehen, hier diese Kleinsatelliten kann man natürlich schneller bauen. Man kann sie bauen, in Orbit schicken und lernt draus. Das heißt, die Innovationszyklen sind erheblich schneller. Die Satelliten sind kostengünstiger. Zum Preis von einem traditionellen Satelliten können sie sehr viele Kleinsatelliten nach oben bringen. Das heißt, diese verteilten Sensornetze oder verteilte Geräte, Kommunikationsgeräte, spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Der einzelne Satellit selber ist preiswerter. Das heißt, man kann auch höhere Risikobereitschaft eingehen. Klassisch bei Rosetta. Man konnte einmal schießen und dann war es weg. Das musste funktionieren. Das musste zu mehr als 100% funktionieren. Hier sagt man sich, na gut, man schießt den nächsten nach. Das heißt, man probiert das eigentlich mal aus, man hat eine höhere Risikobereitschaft und deshalb nutzt man auch viel intensiver kommerzielle Bauteile. Ja, und diese kommerziellen Bauteile funktionieren natürlich im Orbit nicht. Man muss Präventionsmaßnahmen einbauen, dass es auch wirklich klappt. Aber das ist meistens Software und Software hat natürlich ein Vorzugsgewicht, was man ganz gut nutzen kann. Ja, wie geht das von den Vorhersagen weiter? Sie sehen hier blau eingezeichnet, das ist die klassische Raumfahrt. Das konsolidiert sich mehr oder weniger hier im Bereich 50 Satelliten pro Jahr. Und die Anzahl der kleinen geht enorm hoch. Der rosa Bereich sind einzelne CubeSats. Und hier sind Formationen von CubeSats. Und on top kommen noch die Megakonstellationen wie OneWeb, Starlink dazu. Was man also erwartet ist, dass mehr als 3/4 aller Satelliten in den nächsten 5 Jahren im Bereich der Konstellationen sind. Und das schafft nicht nur Freude, sondern auch Probleme. Ja, die Anwendungsbereiche sind vor allem Telekommunikation, etwa 50% dieser Satelliten und Erdbeobachtung und dann noch viele Kleinbereiche, die auch noch beitragen. Wenn jetzt so viele im Orbit sind, ist natürlich ein Problem, die müssen koordiniert werden. Wir haben eigentlich keine Verkehrsregeln. Das heißt, wir sind im Zustand von der Bertha Benz, die setzte sich damals ins Auto und fuhr einfach los. Es gab keine Verkehrspolizisten, es gab keine Verkehrsregeln. Das müssen wir alles hier eigentlich noch schaffen. Und wo wir im Moment sehr intensiv dran arbeiten, ist den Übergang von Konstellationen, wo praktisch jeder einzelne Satellit individuell vom Boden kontrolliert wird. Und das ist heute das Gängige. Ob Sie GPS-Satelliten nehmen oder Iridium-Satelliten, da wird jeder einzeln vom Boden gesteuert. Die reden nicht miteinander. Das kommt jetzt mit diesen
Formationen erstmals ins Spiel. Das heißt, wir versuchen, Intersatellitenverbindungen von der Kommunikation nach oben zu bringen und auch die entsprechende Regelungstechnik, dass sie sich selber organisieren können. Also insbesondere sich gegenseitig ausweichen können, Zusammenstöße vermeiden. All diese Dinge sollten, ja, nachdem sie echtzeitfähig sein müssen, sollten von selber passieren, sollten nicht vom Boden gesteuert werden. Das war hier die Entwicklungshistorie. Wir begannen also 2005 mit UW1, den sehen Sie hier in der Hand der Mitarbeiter, haben damit Telekommunikation im Orbit erstmal untersucht, haben dann natürlich Internet genommen. Dann kam die Lagebestimmung, Orbitbestimmung, Lageregelung, Orbitkontrolle hinzu. Und damit sind wir heute in der Lage, dass wir tatsächlich Formationen hier entsprechend beackern können. Das heißt, wir haben zunächst diese Technologiedemonstration mit NetSat Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, also höchstwahrscheinlich erstes Quartal 2020. Und dann Ende 2020 kommen die Telekommunikationsanwendungen mit den Quantentechnologien. Dann 2021 eine Erdbeobachtungsmission mit fotogrammetrischen Methoden und 2022 eine Computertomographie aus dem Weltall von Wolken. Das steht alles soweit und ist schon bezahlt. Und in dem Gefolge hat sich auch so ein richtiges Ökosystem in Würzburg ausgeprägt. Das ist einerseits die Universität mit dem Schwerpunkt im Bereich der Grundlagenforschung, das Zentrum für Telematik als Technologieentwickler, unabhängig von der Universität. Und wie schon gesagt, die Studenten haben nochmal ausgegründet und haben hier diese Satellitentechnologie, die vor allem im ZFT entstanden ist, für den Markt dann entsprechend aufbereitet und verkaufen das auch. Was waren Technologieentwicklungen, die diese Formationen ermöglicht haben? Das war einerseits für Anwendungen ist sehr relevant, dass man eine vernünftige Lebensdauer hat. Und Sie sehen hier den Bordcomputer. Das heißt, das ist eigentlich nur eine kleine Platine. Ja? Aber alles, was hier drauf ist, ist redundant. Das heißt, redundante Mikroprozessoren, redundante Speicherchips. Und man hat dann eine entsprechende Software, die Fehler erkennt, korrigiert und das alles in Echtzeit durchführt. Ja, das heißt, es ist ein intelligenter Watchdog, der das alles bewerkstelligt. Und alle Bauteile sind von Conrad, ja, Commercial off the Shelf. Und, aber diese Software, diese Fehlerdetektionssoftware, ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Jede Woche passiert hier ein Fehler durch die Strahlung. Also Single-Event-Upsets, Latch-Ups, all die üblen Dinge der Raumfahrt kriegt man natürlich ab. Aber alles wird intern abgehandelt, umgeschalten, sodass wir mittlerweile 6 Jahre ununterbrochenen Betrieb beobachten können. Also der Mikroprozessor hat eigentlich eine erstaunlich hohe Lebensdauer und die Störeffekte der Miniaturisierung werden im Wesentlichen durch Software ausgeglichen. Deshalb macht es auch Sinn, dass wir mit der Raumfahrt in Würzburg in der Informatik angesiedelt sind. Ja, dass wir hier trotz Miniaturisierung eben dann mit der Software den Ausgleich machen. Regelungstechnik ist natürlich auch viel mit dabei. Was jetzt gerade neu kommt, ist ganz kleine Reaktionsräder. Und zwar, das ist die Größe des Reaktionsrads, das wir an Bord haben. Sie sehen hier die Schwungmasse, also das dreht sich auch wirklich. Das heißt, mit Herstellern von Motoren im Vakuumbereich
arbeiten wir intensiv zusammen, die Schwungmasse, und dann wird das Ganze versiegelt. Der Würfel ist gerade 2 Zentimeter. Und das Schöne ist, dass man hier mit sehr geringem Stromverbrauch das Ganze betreiben kann. Nominal, also 150 Milliwatt. Das heißt, Sie können mit einem halben Watt die Lageregelung von so einem kleinen Satelliten machen. Also da passt die Größe der Reaktionsräder mit der Größe der Satelliten wiederum zusammen. Das Ganze ist stapelbar, also wir können Dreiachslageregelung machen durch verschiedene Richtungen, haben die Redundanz in der Mitte. Oder wir haben für größere Satelliten eben mehrere dieser Bausteine, die da entsprechend mit eingebaut werden. Das ist praktisch etwas, wo wir Faktor 5 besser sind als andere auf dem Markt verfügbare Produkte. Ein anderes interessantes Gebiet für Technologiedurchbrüche ist hier die Orbitkontrolle. Und in enger Zusammenarbeit mit der TU Dresden haben wir hier FIB-Systeme bei UWE4 integriert. Sie sehen in der Leitschiene, die man sowieso braucht, um den Satelliten auszustoßen von dem Launcher-Adapter, sind die entsprechenden Schubdüsen drinnen. Man hat hier direkt Gallium und bei Raumtemperatur ist Gallium fest. Das heißt, es ist während des Starts ein Teil der Struktur. Wenn wir oben sind, heizen wir auf und nutzen das dann praktisch hier zum Verfeuern als Treibstoff. Ja, das ist im Orbit seit Ende letzten Jahres und es gehen nicht alle Antriebe haben funktioniert, muss man sagen. Aber wir haben viel Erfahrung gesammelt und können trotzdem mittlerweile sogar Orbitkontrolle damit machen. Was gerade am Kommen ist, sind die anderen Flaschenhälse. Zum Beispiel die Übertragungsraten für die kleinen Satelliten sind beschränkt. Klar, man hat eine beschränkte Strommenge zur Verfügung. Aber was hier eigentlich spannend ist, sind Laser. Und da arbeiten wir hier mit IKN in Oberpfaffenhofen zusammen. Auf einen der TOMS-Satelliten wird ein Link drauf sein, der zu einer Bodenstation im optischen Bereich arbeitet. Und damit wird man etwa 100 Megabyte zustande bringen können. Also auch da muss man natürlich sagen, da dürfen keine Wolken dazwischen sein. Dann bei klarem Himmel kriegen Sie die 100 Megabit runter und damit eigentlich durch die optischen Links ganz spannende Leistungsfähigkeit. Auch hier ist das Schlüsselelement eigentlich diese kleinen Reaktionsräder, denn der Laserstrahl fächert kaum auf. Sie müssen also hochgenau zielen. Und das ist hier ein in sich verschränktes Regelungssystem vom Satelliten und von den Spiegeln an Bord des Lasers selber. Also da interessante Fortschritte auch bei Datenübertragung. Woran wir experimentieren, ist noch weniger Bauteile überhaupt integrieren zu müssen. Und wir haben schon mittlerweile mit Aluminium 3D-Strukturen gedruckt. Sie sehen hier an den Kanten die entsprechenden Halterungen für die Schubdüsen des Elektroantriebs. Was eigentlich so der größte Fortschritt war, ist der Schritt von diesem Kabelbaum, ja, also ein recht ungeordneter Kabelbaum im Fall von UWE1 2005. Das war hier auch immer noch bei UWE2 so. Sie erkennen, UWE2 hat sogar schon eine GPS-Antenne gehabt. Also da wird GPS schon im Orbit getestet. Und heute ist das eigentlich alles so aufgeräumt, dass man in der Basisplatine alle Stromleitungen, alle Datenleitungen unterbringt. Ja, das ist so ähnlich wie Ihr Computer zu Hause. Das heißt, hier sind die Leitungen und Sie müssen nur noch stecken. Ja, also Sie stecken die einzelnen Subsysteme, wie hier
den Bordcomputer drauf und das wird alles sehr übersichtlich, modular und kompakt. Und damit können wir auch Richtung Produktion eigentlich interessante Fortschritte machen. Das heißt, diese Ansätze werden von UNISEC, das ist eine weltweite Vereinigung von satellitenbauenden Universitäten, es sind knapp 100 Universitäten, die da zusammenarbeiten und sich die Ressourcen teilen. Und da war natürlich unser Problem, man braucht standardisierte Schnittstellen, dass man sich austauschen kann. Das heißt, so können Partnerschaften eigentlich ganz gut funktionieren und im Orbit diese elektrischen Schnittstellen nutzen. Und von verschiedenen Partnern können Untersysteme integriert werden. Ja, hier sehen Sie so diesen Lego-Baukasten. Das sind diese Basisplatinen, die Telekommunikationsplatinen, der Bordcomputer, Power, die Strukturelemente, die Seitenpaneele und man steckt die dann einfach zusammen der Reihe nach. Nicht wahr? Und dann schauen wir uns das nochmal schnell im Video an. Ah, das kommt dann als nächstes. Also einerseits dieser modulare Baukasten, das öffnet die Türen, dass man mit Mensch-Maschine-Kooperation sehr genau und auch sehr effizient das integrieren kann. Über mobile Transportroboter erfolgt die Anbindung von der Integration zu der Testumgebung. Das heißt, auf diese hochautomatisierte Weise können wir praktisch hohe Flexibilität hinsichtlich Varianten von Standardprodukten auf den Weg bringen. Wir können schnell integrieren. Und wir beachten trotzdem die üblichen hohen Qualitätsanforderungen in der Raumfahrt. Das Ganze ist skalierbar, also auch für größere Satelliten, nicht für die ganz großen. Aber für etwas größere ist das genauso noch übertragbar. Für diesen Ansatz und diese Ausarbeitung haben wir den Airbus Challenge Preis 2017 gewonnen. Und hat uns ermutigt, das entsprechend weiter fortzusetzen. Hier sehen Sie das, was so innerhalb einer Stunde passiert. Eine Satellitenintegration, noch händisch in dem Fall. Die ganzen Bauteile sind hier entsprechend aufgereiht. Und Sie sehen, zwei Mitarbeiter stecken, schrauben. Und das geht im Prinzip in einer guten Stunde. Und dann kommt das Testen und all die anderen Dinge noch mit dazu. Aber diese Ansätze helfen uns auch, das noch weiter zu automatisieren, entsprechend Robotik mit reinzubringen, Automatisierungstechnik reinzubringen, sodass man da schneller und effizienter das Ganze realisieren kann. Hier die Tests. Tests dauern fast den größten Teil der noch verbleibenden Zeit. Und wenn man soweit zufriedenstellende Resultate hat, kann man die Seitenpaneele noch mit anbringen und ist dann eigentlich sehr schnell fertig. Was auch spannend ist, wenn hier Fehler später detektiert werden und unsere japanischen Freunde hatten praktisch ihren Satelliten, den BIRD-Satelliten, bereits an Bord der Rakete. Und dann haben sie einen Tag vom Launch festgestellt, die Batterie mag nicht mehr. Die haben den Satelliten nochmal rausgeholt, haben ihn aufgeschraubt, haben das Batteriestack ausgetauscht und am nächsten Tag ging der hoch und läuft heute noch. Also auch da, man kann schneller reagieren. Man kann durch die Modularität auch den Bordcomputer zum Beispiel gegen einen leistungsfähigeren austauschen, wenn man sieht, während des Testens, dass es nicht hinhaut. Ja, also da kommt die ganze Testprozedur. Ich gehe da mal weiter. Also Modularisierung setzt S4 auch ein
um praktisch auch hier einen ganzen Baukasten von Satelliten bereitzustellen. Von den ganz kleinen, wie Sie ihn gerade gesehen haben, 10 cm Würfel, über die verschiedenen anderen Größen, der 30 x 10 x 10 ist auch hier, und bis hin 20 x 20 x 40. Das ist das Größte, was wir dort entsprechend anbieten. Die ganze Infrastruktur, der Bus, ist hier in der unteren Einheit vorhanden, also Kommunikation, Stromversorgung, all das. Der blaue Bereich ist für die Nutzlast frei. Und da können Sie eine Kamera reinbauen oder einen Quantencomputer oder was auch immer. Ja, also die Nutzlasten sind anpassungsfähig dann, müssen nur diese Vorgaben des Volumens genügen und Strombedarf. Aber damit kann man eigentlich eine ganze Menge entsprechend abdecken. Und der andere Aspekt der Modularität ist auch, dass man automatisieren kann. Das ist in Würzburg am ZFT praktisch so ein zweiarmiger Roboter, der hier entsprechend die Bauteile nimmt, Qualitätskontrolle zunächst durchführt und dann, wenn das zufriedenstellend war, die entsprechenden Bauteile auf die Basisplatine einsteckt. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, denn wenn Sie zu stark runterdrücken, zerstören Sie die Basisplatine. Wenn Sie zu schwach andrücken, dann wackelt das und überlebt den Start nicht. Also hier wird sehr intensiv mit Kraftrückkopplung gearbeitet, genauer Positionierung und dann kann entsprechend eingesteckt werden. Wir haben ähnliche Roboteransätze auch bei dem Bau von Komponenten. Also gerade diese kleinen Reaktionsräder sollen in Zukunft noch intensiver mit Robotern zusammen integriert werden. Die Präzision der Roboter ist hier das Ausschlaggebende. Aber wir kleben mittlerweile auch die Solararrays, die einzelnen Solarzellen, auf die Außenpaneele mit Robotern an, weil die Genauigkeit hier erheblich besser passt. Also hier spannende Automatisierungstechnik, die eigentlich motiviert ist durch diese größeren Stückzahlen. Wenn man wie früher nur 50 Satelliten weltweit pro Jahr baut, dann lohnt sich Automatisierung nicht. Wenn man jetzt in Stückzahlen ein paar hundert, ein paar tausend kommen, dann muss man eigentlich automatisieren, um dann pro Tag 2 oder 3 Satelliten als Output zu erzeugen. Die DLR denkt schon weiter. Das heißt, wir hatten gemeinsam mit den Partnern TU Darmstadt, TU München, die Space Factory 4.0 überlegt, die im Weltraum ähnliche solche Integrationsprozesse durchführen soll. Man hat die Vorstellung, auf der Space Station zum Beispiel werden die einzelnen Bauteile hochgeschickt und oben integriert man das nur noch. Das heißt, die ganzen komplizierten Faltungsprozesse, die man machen muss, dass die ausklappbaren Solararrays, die großen Antennen unterkommen, die entfallen. Man schickt die als Teilbauteile hoch und steckt sie oben dann zusammen. Also auch hier sind, denke ich, neue Sprünge, Technologiesprünge zu erwarten. Sie sehen jetzt, in der Technologie ist eine ganze Menge weitergegangen, die Kleinsatelliten interessant machen, die die Fähigkeiten von Kleinsatelliten steigern. Und was jetzt kommt, ist das Integrieren von vielen Kleinsatelliten in ein Sensorsystem, in ein Netzwerk. Die National Academy of Science, das ist ja in den USA sozusagen der Think Tank der NASA. Die hat 2016 dieses sehr schöne Buch verfasst, das Sie sich gratis im Internet runterladen können. Also hier wird ein Ausblick gegeben und eigentlich vorhergesagt, dass solche Konstellationen zwischen 10 und 100 Satelliten kommen werden,
für wissenschaftliche Beobachtungszwecke. Und zwar in diesen Bereichen Weltraumwetter, Wettervorhersage und Klimavorhersage. Aber genauso auch Astrophysik, also astronomische Beobachtungen und auch im Planetary Science Bereich. Ja, wir haben es schon erlebt, die Marcos-Mission, das waren zwei CubeSats, die aus dem Mars-Orbit direkt zur Erde übertragen haben. Und da ist im NASA-Programm mittlerweile eine ganze Menge etabliert. Man hat damals auch, vor 3 Jahren war das erst, hat man auch die Flaschenhälse definiert. Diese Bandbreite der Kommunikation, die noch sehr beschränkt war, durch optische Verbindungen, selbst X-Band-Transceiver sind mittlerweile verfügbar, sodass man auch im Funkbereich größere Bandbreiten für CubeSats bereitstellen kann. Die genaue Lageausrichtung. Sie haben gesehen, diese enorm kleinen Reaktionsräder helfen, dieses Problem dann entsprechend hier zu lösen. Wir haben Antrieb, Elektroantriebe sind hier eigentlich jetzt auch sehr stark miniaturisiert, sehr kompakt geworden. Und natürlich auch die Instrumentierung. Aber auch da ist im Wissenschaftsbereich ein riesiger Fortschritt entstanden, kleine Messgeräte bereitzustellen, sodass man damit kostengünstig und schnell mit kleinen Satelliten im Orbit messen kann. Also da ändert sich im Moment sehr viel recht dramatisch. Das war der Wissenschaftsbereich. Im nächsten Schritt möchte ich auf den Telekommunikationsbereich eingehen. Internet der Dinge ist ja ein Riesenthema im Moment. Im nächsten Jahr hat man damals geschätzt, sollten 25 Milliarden Geräte schon miteinander verbunden sein. Und im städtischen Bereich ist das vor allem Glasfaser, das blau eingezeichnete. Für mobile Systeme im außerstädtischen Bereich wird das vermutlich 5G werden, was gerade ausgerollt wird. Aber es bleibt hier noch eine ganze Menge übrig. Und das ist der Bereich, wo eigentlich Weltraum massiv mit abdeckt, also sehr weit entlegene Gebiete, Bergwerke in Wüsten oder Ölplattformen auf hoher See. Satelliten bieten ein Backup für den anderen Bereich, also städtisch Vororte. Da kann bei Stromausfall weiterhin ein Satellit Notfunktionen aufrechterhalten. Aber in diesem Bereich hier ist eigentlich wirtschaftlich effizient nur per Satellitentelekommunikation entsprechendes umzusetzen. Das heißt, diese weltweite Verfügbarkeit von Kommunikationsdienstleistungen wird stärkeren Einsatz von Satelliten erfordern. Und das Gesamtmarktvolumen für das Internet der Dinge ist im nächsten Jahr bei fast 500 Milliarden Dollar erwartet. Das Irre ist die Wachstumsrate, man wächst also mit 30% im Moment. Also ein ganz spannender Markt, und deshalb bieten sich jetzt schon im Weltraum auch diese Megakonstellationen an. Das heißt, die Pioniere von früher, Iridium Global Star, haben jeweils eine neue Generation von Telekommunikationssatelliten nach oben gebracht. Aber die neuen Akteure kamen dazu. OneWeb, das ist ja zum Teil auch hier in diesem Bereich Otto Brunn mit Komponenten bedient worden. OneWeb hat die ersten 6 Satelliten, und das waren Satelliten im Bereich von 150 Kilogramm. Im Bereich zu früheren Telekom-Satelliten sind das auch schon Winzlinge. Die ersten 6 wurden in Toulouse produziert und im Februar 2019 hochgeschickt. Es ist geplant, an die 2000 Satelliten zum Schluss im Betrieb zu haben. SpaceX hat mittlerweile das Tempo erhöht und hat im Mai und letztmals dann am 11.11.
jeweils 60 solche Starlink-Satelliten nach oben gebracht. Sie sehen die hier der Reihe nach geschichtet auf der Rakete. Also SpaceX hat mittlerweile schon 120 Satelliten oben, die nicht alle funktionieren. Aber es sollen mal 12.000 werden. Ja? Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Von den früher weltweit 50 reden wir jetzt von einer einzigen Firma, die 12.000 Satelliten oben betreiben will, in verschiedenen Frequenzbändern. Und SpaceX hat mittlerweile bei der ITU auch schon Anträge für 30.000 Lizenzen gestellt. Also ob die alle kommen werden, muss man sehen, aber Anträge dafür sind schon gestellt worden. Auch die anderen schauen nicht nur zu. Amazon hat das Projekt Kuiper. Das heißt, auch da sollen etwa 2.000 Satelliten nach oben gehen. Und Boeing, Telesat in China vor allem, ist auch eine ganze Menge angedacht, die hier nachziehen wollen. Das sind alles so Satelliten im Bereich 150 Kilogramm bis 200 Kilogramm. Und das ist diese Fabrik von OneWeb, die in Florida gebaut wurde. Sie erkennen hier die Roboterfahrzeuge, die den Materialfluss zusätzlich zu den Fließbändern bereitstellen. Sie erkennen die Roboterarbeitszellen. Und die Fabrik steht schon, wurde im Juli diesen Jahres eröffnet. Wenn man reinschaut, ist relativ viel Platz noch verfügbar. Also es ist noch kein Satellit aus der Fabrik in Orbit gekommen bisher. Aber wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit passieren. Also hier spannende Entwicklungen. Und auch hier ergänzen kleine Satelliten diese großen Satelliten. Es haben sich hier eigene Firmen auf den Weg gemacht, Sky and Space Global oder Kepler Communications, die ja, über 100 Satelliten, und zwar im CubeSat-Bereich, 3-Unit-CubeSats, wurden jeweils als Testsatelliten schon nach oben geschickt. Und da sollen noch einige mehr nachfolgen. Die adressieren praktisch komplementär zu den vorherigen nicht die Verteilung von Netflix über Satellit in jede afrikanische Hütte, sondern hier sollen Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Logistikanwendungen, Notfallkommunikation eher unterstützt werden. Und dazu braucht man nicht mehr diese Riesenbandbreite. Also die S hoch 4 hat sich als Zielrichtung gegeben, die Satelliten bereitzustellen, nicht die Kundenkontakte, nicht die Infrastruktur betreiben, sondern einzelne Satelliten, die dann einen Beitrag dafür liefern. Sehr erfolgreich ist auch die Firma Planet im Bereich Erdbeobachtung. Planet hat solche Dreier-CubeSat, also so wie der große hier. Das ist mehr oder weniger ein Teleskop mit ein bisschen Elektronik rumgewickelt. Und Sie sehen die hier auf Lager. 150 sind mittlerweile im Orbit betrieben. Damit sind die vermutlich der größte Satellitenbetreiber, eine private Firma, die erst noch nicht mal 10 Jahre auf dem Markt ist. Man sieht hier, wie sie von der Space Station ausgestoßen werden. Die Auflösung, auch hier nur bei schönem Wetter, liegt zwischen 3 und 5 Metern. Und das heißt, hier kann man schon eine ganze Menge erkennen. Andere Firmen wie Spire nutzen zum Teil den Signaldurchgang der GPS-Satelliten, die Verfälschung, um damit Charakteristiken der oberen Atmosphäre, der Ionosphäre herzuleiten. Auch das ist spannend für Wettervorhersagen. Unser Team arbeitet hier sehr stark an diesen Formationsgedanken. Das heißt, die NetSat-Mission ist sozusagen schon halb auf der Startrampe. Und
im nächsten Schritt, das ist noch eine Technologiedemonstration, die hier durchgeführt wird. Also im Mittelpunkt stehen Orbit-Analysen, stehen Regelungstechniken, um die Formation zusammenzuhalten, um verschiedene Topologien aus den vier Satelliten im Orbit zu analysieren. Und mit vier Satelliten können Sie eben erstmals in dreidimensionale Räume gehen. Ja, und damit ist das eigentlich auch ein ganz neuer Aspekt. Und dann kommen in den nächsten Jahren die Anwendungen im Kommunikationsbereich und im Erdbeobachtungsbereich. Also es gibt spannende Orbit-Analysen. Bei Tandem X hat man das ja hier in Oberpfaffenhofen sehr intensiv gemacht. Die Helix-Orbits, die sich umeinander verschrauben und damit im Durchschnitt während eines Umlaufs dieselben Störungen erfassen. Dieses Prinzip des Helix-Orbits kann man verallgemeinern zu sogenannten Cartwheel-Formationen. Und da werden praktisch die einzelnen Satelliten gegeneinander verdrillt. Man kann um ein virtuelles Zentrum rotieren oder um einen realen Satelliten als Zentrum. Und wenn man das dann realisiert, sind das leicht exzentrische Orbits mit verschiedenen Apozentrum und Perizentrum. Hier sehen Sie das nochmal wiedergegeben, diese vier Satelliten, die hier um ein virtuelles Zentrum rotieren. Und für unterschiedliche Beobachtungsaufgaben braucht man unterschiedliche Topologien der Satelliten, sodass dann Sensoren entsprechend optimale Sicht haben. Und genau so ein anderer Helix-Orbit sieht man, oh, ist zu schnell. Sie sehen, auch hier rotieren die vier Satelliten um einen virtuellen Mittelpunkt, aber sind in einer Reihe angeordnet. Also verschiedene Topologien und die Übergänge der Topologien zwischen solchen Topologien, die Energieeffizienz zwischen Übergängen, das wird mit der NETSAT-Mission dann vermutlich im ersten Quartal 2020 analysiert. Ja, spannend sind dann die Anwendungen, solche Formationen zur Kommunikation zu nutzen. Und Sie sehen hier eine Kommunikationsverbindung zwischen Deutschland und Asien. Und mit nur 18 Satelliten ist man eigentlich in der Lage, permanent eine Telefonverbindung aufrechtzuerhalten. Also es ist natürlich keine riesen Bandbreite, Videos kann man nicht überspielen, aber Telefonverbindungen sind damit zum Beispiel schon möglich. Oder was hier schon untersucht wurde, sind Züge, die praktisch zwischen Europa und China hin und her fahren. Die fahren ja auch mitten durch Wüstengebiete. Die Chinesen treiben das mit dem One Belt, One Road sehr intensiv voran. Und zur Unterstützung ist auch praktisch Infrastruktur im Orbit nötig, um in den Leitzentralen ständigen Kontakt zu den Zügen bereitzuhalten. Man möchte zum Beispiel teure Medikamente transportieren und dann ist entscheidend, dass man eigentlich die Temperaturen permanent überwacht. Das hat gewisse Latenzen, man kann also um 10 Minuten kommt es nicht drauf an. Insofern kann man mit weniger Satelliten so etwas bereitstellen, wenn man nicht den permanenten Link braucht, sondern wenn man auch mal eine Unterbrechung von 10 Minuten in Kauf nimmt. Wir kommen nun zum Bereich Erdbeobachtung nach der Logistik. Hier können wir für Bayern praktisch die TOM-Mission auf den Weg bringen. Diese drei Satelliten werden in Würzburg gerade gebaut und wurden auf dem Partnerschaftstreffen all der Premierminister der einzelnen Staaten auf den Weg gebracht. Die Grundidee war hier, jeder Staat auf den 5 Kontinenten steuert ein paar Satelliten mit bei. Wenn die im Orbit zusammenarbeiten, dann
bringt das wissenschaftlich spannende Ergebnisse, je mehr Satelliten man hat. Und hier sind diese Partnerregionen in Kanada, in Brasilien, in China, Österreich, USA und Südafrika mit dabei. Zufällig haben alle Raumfahrtorganisationen als Sitz da, vor Ort. Und die Ministerpräsidenten haben damals eben in der Residenz in München beschlossen, nicht nur hier zusammenzuarbeiten, sondern sogar im Orbit dann gemeinsam was auf den Weg zu bringen. Die Anwendungen sind hier ja, Fotogrammetrie erstmal als Hauptanwendung. Und man kann durch die verschiedenen Blickrichtungen auf Vulkanausbrüche zum Beispiel die Höhenschichten der Asche bestimmen. Motivierend war natürlich dieser Ausbruch von diesem isländischen Vulkan Eyjafjallajökull 2010. Und Sie sehen, ich halte öfters Vorträge. Daraus kann man dann praktisch ableiten, dass man drüber oder drunter umleiten kann und trotzdem die Sicherheit nicht gefährdet. Aber auch Überschwemmungen, Umweltverschmutzung kann man damit entsprechend beobachten. Ich komme zum letzten oder zum vorletzten Anwendungsbeispiel, dieses Cloud-CT. Das beschäftigt sich mit Computertomographie, um Wolken stärker zu charakterisieren. Wir erleben ja diese ganzen Klimavorhersagen und hier ist die Erwärmung über die Jahre angetragen. Gerade die Vorhersagen haben eine relativ große Schwankungsbreite. Und man muss eigentlich noch besser messen, um diesen Fehlerbalken kleiner zu kriegen. Die obere Grenze, das sind die berühmten 2 Grad Erwärmung. Die untere Grenze ist praktisch ein Viertel Grad Erwärmung. Und je nach politischer Couleur schaut man eher auf die obere Ecke der Fehlerbalken oder auf die untere. Und ich denke, als Wissenschaftler haben wir so die Aufgabe, diese Fehlerbalken kleiner zu kriegen. Und ganz wichtiger Beitrag sind die Wolken. Etwa ein Viertel der ganzen Fehler geht auf Wolken zurück. Die Wolken sind Monopolist für den Wassertransport durch die Luft. Und auch die eingestrahlte Sonne, ja, wird größtenteils durch Wolken zurückreflektiert. Also 2 Drittel der Erdalbedo, der Rückreflexion der einfallenden Strahlungsenergie, geht auf Konten der Wolken. Insofern ist es wichtig, dass wir hier erheblich mehr Wissen ansammeln über die Wolken. Die bisherigen Missionen haben sich mit der Wolkenoberfläche beschäftigt, mit Wolkendynamik, wie der Eolus zum Beispiel. Wir versuchen hier in die Wolke reinzuschauen. Und Grundprinzip ist die Computertomographie, wie Sie es aus der Medizin kennen. Hier werden praktisch Strahlungsquellen und verteilte Sensoren genutzt. Und dann wird das Innere des Menschen scheibchenweise gescannt und durch die Dämpfungen der Organe wird dann der Blick ins Innere ermöglicht. Ähnlich versuchen wir das hier mit den Wolken zu machen. Hier ist praktisch rausvergrößert die verschiedenen Wolkenschichten und man nutzt die Sonne als Ausleuchter. Und da passieren natürlich Reflexionen an den verschiedenen Schichten. Es wird zeitversetzt dann das Signal am Satelliten empfangen. Und wenn nun hier Wolken drinnen sind, dann gibt es ganz andere Rückstreuwege. Und das ist das, was man dann ausnutzt, um entsprechend hier den Blick ins Innere zu wagen. Herr Schechner ist Spezialist in Computertomographie. Herr Korn ist Spezialist im Klimavorhersagemodell. Sie sehen hier verschiedene Satellitenkonstellationen, also wie eine Perlenschnur aufgereiht oder hier rotierend um einen virtuellen Mittelpunkt oder Kombinationen dazwischen.
Das sind alles sehr energieeffiziente Formationsflugmissionen. Und wir wollen hier herausfinden, was sind denn die geeignetsten Topologien, um diese Messungen durchzuführen. 10 Satelliten werden das jetzt vermutlich sein und werden verschiedene Zielgebiete, Wolken in diesen Zielgebieten, aus verschiedenen Blickrichtungen erfassen. Das heißt, die verschiedenen Bilder aus den verschiedenen Richtungen werden dann durch Sensordatenfusion zusammengefügt und man baut dann entsprechend dreidimensionale Bilder übers Innere der Wolke auf. Ja, also man nutzt das einfallende Sonnenlicht, das ja parallel mehr oder weniger ankommt. In der Wolke wird es dann abgelenkt in verschiedene Richtungen. Und nachdem die Satelliten auch wieder verteilt sind, kann man das rückrechnen. Was auch spannend ist, hier hat man reine Atmosphäre in der Simulation, hier verschmutzte Atmosphäre. Also ganz andere Abbildungen. Und wir versuchen dann, wenn das im Orbit ist, auch daraus Umweltverschmutzungsmodelle dann entsprechend auf den Weg zu bringen. Also hier sehr interdisziplinär, Klimamodellierung, Computertomographie und Kleinsatelliten zusammengefügt. Und das liefert diesen Synergy Grant. Getestet wurde das alles schon mit vorbereitenden Flugzeugexperimenten. Also aus begrenzter Höhe hat man diese Versatzrichtungen durch die Zeitverschiebung der Aufnahmen hier gemacht und konnte damit entsprechende Bilder schon generieren, konnte zeigen, dass diese Prinzipien klappen. Satellitentechnisch ist wichtig, dass man Lageregelung sehr gut macht, dass man diese Positionierung der Blickrichtung gut im Griff hat und das passiert mit diesen Dingen. Ansonsten ist der Satellit eigentlich ganz klassisch aufgebaut, die typischen Untersysteme, Kommunikation, Borddatenverarbeitung, Stromversorgung, das ist alles drinnen und man hat einen Elektroantrieb hier unten. Die Kamera ist hier oben drin. Das letzte Beispiel, das ich Ihnen noch geben möchte, betrifft die Kommunikation und diesmal die abhörsichere Kommunikation. Sie wissen, die Chinesen haben die Quantentechnologien schon genutzt mit dem Mitius-Satelliten, um an Bord Quantenschlüssel zu erzeugen und die dann mit verschränkten Photonen nach unten zu übertragen. Dann können Sie die Quantenschlüssel, die hier ankommen, für Kommunikation im terrestrischen Bereich nutzen, die eigentlich nicht abhörbar ist. Das heißt, wenn der Quantenschlüssel überhaupt unten ankommt, dann kann ich abhörsicher telefonieren. Wenn Wolken dazwischen sind, wird das unter Umständen unterbrochen. Oder wenn praktisch ein Freund einen Spiegel reinhält und mithören will, ja, dann werden die verschränkten Photonen auch umkippen. Das heißt, der Schlüssel verschwindet, sobald irgendetwas aus der Kommunikation ausgeblendet wird. Und das ist eigentlich ein spannendes Prinzip, um damit wirklich hochsichere Kommunikation durchzuführen. Sie werden jetzt zunächst mal an die ganzen Nachrichtendienste dieser Welt denken. Aber eigentlich sind die Internetfirmen ganz massiv hinterher. Also die Googles oder Amazons dieser Welt sind hier eigentlich massiv dran, solche Techniken zu übernehmen. Der chinesische Satellit hat ein Gewicht von 620 Kilogramm. Wir versuchen das mit 3 Kilogramm hinzubekommen. Also dieses modulare Prinzip, wie wir vorher schon kennengelernt haben. Und statt einen 600 Kilogramm Satelliten können es natürlich 200 so kleine nach oben bringen. Und das heißt, sie können dann aus verschiedenen Richtungen Sie sehen jetzt hier den Satelliten, wie er so zusammengesteckt wird, modular, die einzelnen Komponenten zusammengefügt werden.
Der Quantenschlüsselerzeuger ist oben angebracht, der Laser ist ganz oben und der Satellitenbus ist im untersten Modul. Und wenn man nun 200 Satelliten, dann kann man aus verschiedenen Richtungen versuchen, das Loch in der Wolke zu finden und den Schlüssel nach unten zu senden. Also insofern höhere Verfügbarkeit, um diese Schlüssel dann wirklich nach unten bringen. Ja, die Amerikaner sind immer wagemutiger. Sie sehen hier eine Studie der Bank of America, die 30 Jahre die Entwicklung in die Zukunft projizieren. Und die Wachstumsquoten sind eigentlich enorm. Also sie haben über 30% Wachstum über die Jahre hinweg. Man träumt hier in der Studie schon von dem Ressourcenabbau auf dem Mond, auf Asteroiden und hat eine ganze Menge zukünftige Anwendungen identifiziert. Wenn man das als Grundlage nimmt und sich anschaut, was der Elon Musk heute macht, dann muss man sagen, der ist nicht verrückt, sondern er schaut halt längere Zeiträume in die Zukunft und erwartet den Return of Invest nicht im nächsten Jahr, sondern später. Ja, natürlich weiß man nicht, wie diese Studien zutreffen, aber insofern spannende Perspektiven. Und gerade die jungen Leute unter Ihnen sollten hier eigentlich eine tolle Zukunft erwarten können. In Würzburg haben wir hier dieses Institut Zentrum für Telematik aufgebaut. Sie erkennen die Antenne auf dem Dach. Wir haben auch die Drehtische. Die Drehtische waren eigentlich gerade hier in 500 Meter Entfernung zunächst mal aufgebaut, wurden dann aber, nachdem man die Hallenfläche brauchte, entrümpelt. Und bei uns in Würzburg tun sie wertvolle Dienste. Durch diese Drehtische können wir praktisch Intersatellitenkommunikation simulieren, was ganz wesentlich ist für die Formation. Oder wir können auch gemeinsame Beobachtungen simulieren. Das heißt, mit Kameras auf die dreidimensionalen Objekte an der Decke schauen. Und hier kann man die Objekte auch entlang bewegen. Das heißt, die Orbit-Simulation ist die Bewegung an der Decke. Die Drehtische führen sozusagen die Lageregelung des Satelliten nach. Ja, in diesem Kontext kann man hier gerade für Formationen ganz gut experimentieren. Wir haben auch diese kleinen Roboter, die Positionsveränderungen durchführen können. Die beiden sind natürlich fest statisch, sind von der Hallenfläche entkoppelt auf einen 4 Meter tiefen Sockel, sodass man hier enorme Präzisionen trotz der hohen Dynamik erreichen können. Sie haben eingangs schon gesehen, Zentrum für Telematik ist in einem breiteren Bereich aufgestellt und wir versuchen, diese Raumfahrttechnik wieder zurückzutransferieren. Wir erben sehr viel aus der terrestrischen Technik, aber hochsichere Systeme ist ein Aspekt, den man aus der Raumfahrt wieder in die normale Industrieumgebung zurückzutransferieren versuchen. Genauso hochminiaturisierte Systeme. Um die kleinen Satelliten zu bauen, müssen wir hochgradig miniaturisieren, aber trotzdem Zuverlässigkeit garantieren. Und der letzte Punkt, wo wir uns sehr intensiv dahinter klemmen, sind die Telematiksysteme, also Fernwartung, Ferndiagnose, Fernsteuerung. Und auch da im industriellen Umfeld, im Industrie 4.0, kann man sehr viel übertragen aus dem Bereich der Raumfahrt. Ja, also so schließt sich der Kreis wieder zu den eingangs erwähnten Techniken. Heute ist eigentlich eine sehr spannende Zeit, denn die Technologiefortschritte erlauben uns bei ganz kleinen Satelliten eigentlich schon Fähigkeiten anzubringen, die früher den Großen vorbehalten waren. Also Fähigkeiten zur Lageregelung, Orbitkontrolle, auch lange Lebensdauern,
all das kommt jetzt schrittweise in dem Bereich der Kleinen auch stärker zum Tragen. Und es ist ein großer Vorteil, wenn man auf vernetzte, verteilte Systeme übergehen kann. Wir erleben es hier auf der Erde, Sensornetze sind ja eigentlich gut etabliert. Und diese Technik der Sensornetze im Orbit zu realisieren, liefert uns höhere zeitliche und örtliche Auflösung der Beobachtungen. Man kann durch Zusammenarbeit komplexere Aufgaben angehen. Die Fehlertoleranz steigt an, denn wenn einer von Hunderten ausfällt, die anderen 99 laufen mit eigentlich interessanter, kaum sichtbarer Reduzierung der Fähigkeiten weiter. Die Anwendungsfelder im Erdbeobachtungsbereich, auch solche Dinge wie Vegetationsbeobachtung aus dem Orbit spielen hier eine Rolle. Da sind die Zeitskalen eigentlich wichtig. Raumfahrtwetter, die in Orbit-Tests und Verifikation kann man mit kleinen Satelliten kostengünstig durchführen, ermöglicht dann den Anstieg von TRL-Stufen in sehr kurzer Zeit. Aber eben größter Anwendungsbereich, wie wird vorher gesagt, wird im Bereich der Telekommunikation sein. Da verteilte, vernetzte kleine Systeme statt großer Systeme oder die Ergänzung von großen Systemen durch kleine Systeme. Also man wird weiterhin die geostationären Satelliten haben, aber kann die vielleicht für echtzeitnötige Funktionen durch niedrig fliegende kleine Satelliten ergänzen. Genauso auch bei der Erdbeobachtung. Große Satelliten, die ausstrahlen, kleine Satelliten, die Detektoren tragen. Und durch Zusammenarbeit kann man hier spannende Qualitätssteigerungen erzielen. Ja, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir in Europa nicht abgehängt werden. Die Satellitenfabrik, die steht im Moment in Florida. Toulouse sind auch Fragmente, aber ja, das ist noch nicht. Wir müssen, glaube ich, schon schauen, dass wir die Fähigkeit strategisch erhalten, auch in Europa größere Stückzahlen von Satelliten bereitzustellen, wenn benötigt. Ja, zum Schluss noch vielleicht für diesen Telekommunikationsbereich noch einen kurzen Überblick. Wir haben bei kleinen Satelliten natürlich beschränkte Bandbreite. Aber die Kosten sind natürlich ein starkes Argument. Raketenkosten skalieren zu der Masse des Satelliten und damit kommt man fürs Gesamtsystem relativ günstig in Orbit. Sie können praktisch mit einem begrenzten Budget maßgeschneiderte Satelliten in maßgeschneiderten Umlaufbahnen bekommen. Und Sie können dann auf proprietären Ansätzen, die Protokolle oder Verschlüsselungsmethoden draufbringen, die Ihre Firma gerade möchte. Das heißt also, Abhörsicherheit, Datensicherheit ist hier schon durch klassische Kryptografiemethoden. Wenn Sie es noch abhörsicherer haben wollen, dann sind diese Quantenschlüssel so das Mittel der Wahl. Da kann man im Moment tatsächlich garantieren, dass es abhörsicher ist. Und praktisch Luft- und Bodenfahrzeuge kann man auch sehr gut aus Satellitenumfeld koordinieren. Wenn Sie denken, großflächige Überlandstromleitungen, die durch Drohnen kontrolliert werden auf Defekte, die kann man eigentlich nur noch aus dem Orbit dann begleiten. Also insofern auch hier spannende Aufgaben, um im Kommunikationsbereich weiter die Dinge voranzubringen, neue Lösungsansätze überhaupt zu ermöglichen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, können wir weiter diskutieren. Applaus